Hi Leute, es ist jetzt 15.48 Uhr und ich wollte mich einmal noch per Sprachnachricht bei euch melden. Es ist wahnsinnig wichtig, dass wir hier diesen Telegram-Kanal richtig voll kriegen, dass richtig viele Leute mitbekommen. Ich habe gerade ein kleines Tief und ich hau mich jetzt mal ein bisschen hin, nachmittags. Und dann erhole ich mich ein bisschen und schlafe ein bisschen und dann sehen wir mal weiter, wie das jetzt heute Abend weitergeht. Ja, ich möchte mich nochmal bedanken bei allen, die schreiben und bei allen, die geschrieben haben. Ihr könnt mir weiterhin gerne DMs schicken und hier bei Telegram bin ich immer jederzeit für euch zu erreichen. Das wisst ihr auch und ich denke, es wird am Ende gut ausgehen. Und ich kann euch eins versprechen. Alle Leute, die hier im Kanal sind, und ich hoffe, dass es noch viel, viel mehr werden, werden es am Ende nicht bereuen. Ich weiß, wer hinter allem steckt, und ihr werdet es hier erfahren. Zuerst. Ich lege mich jetzt ein bisschen hin. Also macht's. Ciao, peace and love. Es kann so nicht weitergehen. Es ist jetzt Dienstag, der 3.11.2020. Heute sind die US-Wahlen. Joe Biden gegen Donald Trump. Und ich hatte euch gerade noch, deswegen melde ich mich jetzt noch mal eben hier per Sprachnachricht, vergessen mitzuteilen, warum ich so ein Tief habe und so jetzt so wahnsinnig müde bin. Ich hatte heute Mittag ein sehr üppiges Mittagessen. Und zwar gab es einen 7er Cevapcici-Teller mit Juvic-Reis, einem kleinen Salat, dieser leckeren roten Paprika-Dip-Soße. Und ich habe mir in meinem ganzen Übermut auch noch eine Portion Kroketten bestellt und hatte eigentlich erwartet, dass es 6 Kroketten sind. Aber das Restaurant, obwohl es ihm in diesem November wirklich alles andere als gut geht, hat 9 Kroketten eingepackt. Und ich habe die einfach alle aufgegessen. Ja, das wollte ich euch ganz kurz nochmal mitteilen. Und I'm dead serious und großes Indianer-Ehrenwort. Es lohnt sich, auf diesem Telegram-Channel zu bleiben und den weiter zu empfehlen. Und wir müssen nur noch viel mehr Leute werden. Das ist mein einer Satz, den ich euch sagen möchte. Und der zweite Satz ist, passt auf mit Cevapcici. Love and peace.